Morgen miteinander. Guten Morgen. Morgen, meine Servus. Dann gehen wir zwei Kisteln holen und starten. Ja, wir gehen schauen heute. Heute ist es warm. Wenn es eine Sonnencreme braucht, dann habe ich noch da. Und sonst müssen wir ja viel trinken, gell? Weil das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Dann können wir leicht starten. So, wohl. Dann nehmen wir alle mal die Schalen. Da gehen jeweils 8 in einer Steige rein. Die tut man so. So, wohl. Dann, wenn wir die drin haben, dann tun wir eine unten auf rein. Alle niederknielen, ja, dass es nicht in den Rücken geht. Das ist ganz wichtig. Und dann eine oben auf. Das ist für die ganze Grasen und für die mittleren Qualität. Okay. Dann können wir live gehen, zeige ich euch, wie es geht. So, dann gehen wir daher. Da sind sie ganz schön. Das geht zum Lernen gut. So, das Grätelt jetzt alle vorrang niederstellen, dann geht es schön in die Knie. Die jetzt müssen wir nicht direkt einknielen, weil haben die jetzt eigentlich ein Knie verkehlen. Wenn es will, dann müssen wir einen Knieschitz reinlegen. Dann habe ich einen Traktor drin, wenn es braucht. Und dann kannst du links und rechts die Beere allem suchen, schön die Reifen nehmen und was wichtig ist, nicht reißen, sondern knicken. Allem schön mit dem Gelenk. Und ja, nicht ziehen, weil dann reißt die Gräne weg und dann können wir sie nicht mehr klauen. Mhm. Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt ganz so lang können wir nicht klauen, weil heute ist es warm. Um 11:30 lassen wir es. So, das ist ein Masel. Bei dem ist ja klar, nicht? Der ist Gras, da brauchen wir nicht messen. Aber die Zweifler, die müssen wir einfach dabei legen, wenn er hebt, dann ist er nur 30, kann man ganz zu den extra tun und sonst kommt er zu den 25, er ist auch eins. So, weil wichtig ist eben, dass wir die Erdbeeren klauen, wenn es nur relativ kühl ist, weil wenn es warm wird, dann kriegen sie zurückstellen und dann sind sie natürlich nicht mehr erstklassig. Das ist wichtig und halt gut auch geben. Ja. Gell? Wie ihr wisst, ist selber klar eine strenge Arbeit und dann ist es einfach wichtig, dass es in die Knie geht, schön so rein und nicht den Rücken zu viel aufstellt und ein bisschen entspannt, weil sonst packt es das nicht lang. Und dann kriegst du eine Kreuzwehe, dann kannst du allein einen Tag arbeiten und dann ist es fertig. Wichtig ist, schau ja auf den Rücken, gell? Ja. Nicht so viel, allem schön mit den Knien, dann geht das wunderbar. Jetzt, wenn es das Tragerle weiterlupft, jetzt muss es schön mit Gefühl mit den Füßen lupfen, nicht mit dem Rücken. Allem schön den Rücken gerade halten und mit den Füßen auflupfen. Genau so. Allem, wenn man ein Gewicht halt hat, dann bleibt drin der Rücken gesund. So, Leandri, sich du hast voll. Dann gehen wir eine Pause machen. Schön mit viel aufstehen wieder und dann gehen wir Wasser trinken. Alles gut. So. Lass uns die Kisteln da. Können wir gleich stehen lassen. So, weil jetzt gehen wir mal etwas trinken, weil trinken ist bei der Wärme unbedingt wichtig. Ja, gell? Das ist heiß. Ja. Da, Leandri, du lei auf, da kriegst du einen Becher. Dann kannst du gleich hier Wasser. Jetzt, wenn es jemand wehtet, da drin ist der erste Hilfekoffer. Wenn er schneien oder irgendetwas, weiß man ja nie. Und sollte es irgendwie schlecht werden, dann müssen wir die 118 anleiten. Die 118 darfst du mir ja nicht vergessen. Ein Handy habe ich mit, wenn es irgendwie Probleme hat mit dem Kreislauf, sofort 118 anleiten. Warum habe ich hier mein Knie erzählt? Mir tut wirklich das Kreuz weh. Wacht, Leandri, auf dem Traktor und Knieschitz. Ja, da musst du einen Knieschitz reinlegen. Wacht. Jetzt schau, Leandri, da kriegst du einen Knieschitz. Oh, vergelt's gut. Wenn man nun legt, was? Ja. Na, probieren wir, wer sagt, es ist gleich besser. Oh, Barbara, magst du schauen? Nein, danke, mir geht's gut. Ah, geht's auch. Okay. So, jetzt ist es 11:30, jetzt gehen wir es lassen. Die Vollen nehmen es mit, die Lärm lassen sie entstehen, die Tragerler, dann wissen wir es morgen um 6 Uhr, wo wir wieder müssen weitermachen. Gell? Dann tragen wir alles auf den Traktor dran und dann ist es für heute fertig.